Und wieder da zurück. Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung zum Himmel. Wenn es gerade so lagfrei läuft, nutze ich das doch aus. Huch, da ist jemand am Eingang des Cafés. Was wohl los ist? Hey, ist etwas los? Etwas beim Café? Juhu, anscheinend gibt es tolle Neuigkeiten für alle Erkunder. Was denn für tolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich werde es herausfinden. Warte, ich komme mit. Alles klar. Tolle Neuigkeiten also. Hey Jack, wir sollten auch nachsehen. Dann tu das mal. Wow, ganz schön viel los hier. Ich grüße euch alle zusammen. Erst einmal danke, dass ihr euch Zeit für diese Ansprache genommen habt. Heute möchte ich einige wundervolle Neuigkeiten über das Hoffen und Träumen mitteilen. Dank eurer regen Unterstützung läuft dieses Café recht erfolgreich. Wir dürfen uns über eine aktive Kundschaft freuen. Und der Stolz dieses Cafés, der Wiederverwertungsladen, ist nun bereit. Jo. Ist gleich. Ja, und sorry. Da bin ich mal wieder unterbrochen worden, mittendrin. Egal. Und der Stolz dieses Cafés, der Wiederverwertungsladen, ist nun bereit und hat dank euch viele Items auf Lager. Wir möchten euch für eure Unterstützung ganz herzlich danken. Und zwar indem wir ab sofort einen neuen Service anbieten. Wir nennen ihn Project P. Project P? Was ist das? Dieses Projekt soll die Items des Wiederverwertungsladens dazu verwenden, bisher unerforschte Gebiete zu erkunden. Lasst es mich erklären. Zurzeit tauscht ihr im Wiederverwertungsladen einige eurer Items gegen eins der Items des Ladens. Da der Wiederverwertungsladen nur von vielen genutzt wird, konnten wir eine Menge Items hier im Laden sammeln. Dieser Service wird wie gewohnt weiterlaufen. Und jetzt, wo Projekt P startet? Da fragt ihr euch sicher, wie das Projekt P dort hineinpasst. Ganz einfach, wir nutzen die gesammelten Items, um unerforschte Gebiete zu erkunden. Es gibt noch so viele Gebiete auf dieser Welt, die im Verborgenen liegen und bisher nicht erkundet wurden. So viele geheime Schätze und herausfordernde Rätsel, die ihre Entdeckung harren. Also lasst uns hinausziehen und sie ausfindig machen, das ist der Sinn von Projekt P. Ah, das Streben nach Wissen. Und nach andauernder Erkundung? Wir werden schillernde Schätze und neue Erkundungsgebiete finden. Vielleicht. Und wenn ihr eure Erkundung. Und wenn ihr eure Entdeckung mit zum Café bringt, wird sich das für euch lohnen. Und zwar dadurch, dass sich eure Munition im Wiederverwertungsladen verbessern. Auf diese Art sollten wir es schaffen, die Menge an frischen Items im Wiederverwertungsladen hochzuhalten. Die Items, die wir im Wiederverwertungsladen anbieten, werden zunehmend toller. Was haltet ihr davon? Versteht ihr, was ich meine? Natürlich. Verwendet die wiederverwerteten Items, um die Welt zu erkunden. Ist es nicht ein wundervolles Projekt voller Hoffnungen und Träume? Wow, das ist genial. Das klingt so wirtschaftlich. Wir haben bereits ein Erkundungsteam losgeschickt, um nach entdeckten Gebieten zu forschen. Wir erwarten schon kürze erste Erkundungen. Deswegen alle miteinander nutzt die Wiederverwertung jeden Tag ein bisschen mehr, alle haben was davon. Lasst uns alle zusammenarbeiten und unentdeckte Gebiete finden. Hurra! Wow, wie grandios! Überflüssige Items wiederverwerten, sie tauschen, damit sie zu unglaublichen Schätzen werden. Und dabei zu helfen, unentdeckte Gebiete zu erforschen. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Vielleicht sollten wir noch mehr wiederverwerten. Ja, entschuldigt, wenn ich vielleicht noch ein bisschen verpeilt wirke oder so, aber ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, ich musste die letzten Part unterbrechen und mache jetzt an einem anderen Tag weiter und wie auch immer. Der Verladen ist heute geschlossen. Wenn wir eine Entdeckung machen, werden wir sicherstellen, dass alle erfahren. Freu dich drauf. Ganz genau.
Projekt P ist ein über viele Jahre gehegter Traum von mir. Ich weiß, dass ich eines Tages eine gewaltige Entdeckung machen werde, die alle rund um die Welt erstaunen wird. Na dann, viel Glück. Was ist umweltfreundlich, weißt du? Ja. So richtig umweltfreundlich ist das aber nicht, oder? Wiederverwertung ist ein Trend dieser Zeit. Wow, hoffen und träumen. Und Projekt P ist cool, aber meiner Meinung nach ist die Saftbar mindestens genauso cool. Das letzte Mal, als ich hier einen Drink hatte, habe ich einen neuen Freund getroffen. Und so etwas wie die Harmonie der Safttrinkenden. Nicht schlecht, oder? Die Drinks meine ich. Ja, die Drinks sind wirklich richtig krass. Und vor allem unser Kollege Gerhard hatte einen richtig tollen Drink. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber es hört sich wohl klasse an. Ich frage mich, ob was Tolles passiert, wenn du besonders viel wiederverwertest. Nun gut, solange sie bezahlen, hahaha. Na gut, ich werde mich mal aufmachen, ein paar Dinge wieder zu verwerten. Bei der Wiederverwertung kannst du noch viele tollere Items erhalten. Ich werde nicht getäuscht, richtig? Das ist okay so. Ist es nicht toll, dass uns die Wiederverwertung Zugang zu unerkundeten Dungeons ermöglicht? Sicherlich hat Pandi diese wundervolle Idee gehabt. Ich bin bereit, wieder in ein Abenteuer zu ziehen. Oh yeah. Was sollten wir eigentlich machen? Sowas hier. Sowas. Wasserfallhöhle bis U8 durch. Komplett. Wasserfallhöhle. Wasserfallhöhle, okay. Wir machen die Wasserfallhöhle. Aber erst gehen wir in die Stadt, weil wir super toll sind und die Stadt cool finden. Ich habe es gehört. Die Knuddelfgilde macht sich bald zu einer Expedition auf. Viel Glück dabei. Ich hoffe, dass ihr für die Expedition ausgewählt werdet. Hey, heute werbe ich für einen weiteren Laden. Seht mal her. Seht ihr den Laden dort drüben? Jener Ort wird Voltec Link genannt. In jenem Laden könnt ihr zwei Attacken kombinieren lassen. Kombinierte Attacken können kurz nacheinander in derselben Runde eingesetzt werden. Stellt euch eine gewiefte Kombination zusammen und ihr könnt starke Schläge ausführen. Warum schaut ihr nicht den Laden vorbei und seht euch an, was ich mit dem Kombinieren von Attacken meine? Ja. Irgendwann vielleicht. Kollege. Sehr gut. Dann verkaufen wir mal ein paar Sachen. Und zwar ganz viele Stöcke. Ich habe zwei Gummis. Den Schwertanz. Und 20, ja, okay. Und was hast du im Angebot, Kollege? Im Angebot hast du... Ach ja, einen Taubsamen. Und vielen Dank dafür. Ich komme aber auch nochmal zurück. Ja, gib mir mal den Lappell auf ruhig. Und wieder mal einen zu haben ist nicht schlecht. Ein Appellorb kann hilfreich sein. Und sehr gut. Ja, ich möchte bitte lagern. Und direkt wieder mitnehmen. Ja, genau, die 800. Denn, ja, die unser guter Kollege hier drüben hatte ein Belebersamen-Angebot. Den möchte ich haben. Vielen Dank. So, und zwei Sachen lasse ich hier. Ein Apfel auch. Und ansonsten... das alles gelagert werden. Haben wir irgendwas Relevantes hier?
Und hier Blorb haben wir hier. Und Pfirsich. Pfirsichschal. Die möchte ich noch verkaufen. Sehr gut. Dann gehen wir mal wieder in die Wasserfallhöhle. Ja, wie gesagt, der Laden, da kann man heute nichts machen. Dann speichern und in die Wasserfallhöhle, würde ich sagen. Und soll die Reise gehen. Wie gesagt, Wasserfallhöhle. Okay. Kleinstein. Och nein, lass das doch bitte, Kleinstein. Kleinstein, hör auf. Hör auf, Kleinstein. Kleinstein, hör auf damit. Das gegnerische Pokémon, das du da gesehen hast, schläft. Es tut dir nichts. Boah, Kleinstein, du bist nervig, weißt du das? Rasierblatt. Bäm. Taubsamen. Sehr schön. Okay. Und ein bisschen Geld. So. Oh, sehr schön. Wieder die Treppe gefunden. Das ist nice. Ich wollte mich nämlich nicht zu lange hiermit aufhalten. Gary. Sehr gut. Mit einem Donnerschock das Vieh erledigt. Und schon U4. Kiesel, Wirbelorb, Köderorb. Ich auch. Wow. Geht gut voran. Geht gut voran. Zielebene erreicht. Ach, Kleinstein, hör doch bitte auf. Du nervst. Mit deinem ständigen Lebensmuller und Steinpolitioges-Bämme. Und du nervst mich auch, Flino. So. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Hierhin offensichtlich. Ja, bitte. Tschüss, Kindwurm. Wir sehen uns dann wieder in der Gilde und so. Nein, ich möchte deinen Schirm nicht verlassen. Sehr gut. Rasierblatt. Ja, die Pokémon hier stellen für mich natürlich keine Herausforderung dar. Zielebene erreicht. Ein Warp-Orb erhalten. Ein Quapsel umgebracht. Einen Taubsamen gefunden. Und ja, noch einen Orb gefunden, aber eigentlich möchte ich. Ach, du Mistvieh. Oh, hey. Sehr gut. Dann sind wir Kleinstein schon mal los. Und wo die Treppe ist, wissen wir ja auch schon. Sehr nice. So muss es laufen. Das ist doch ein guter Start in den Tag für mich, wenn es so gut läuft. Wow. Dann geht er weg. Ein Klargummi erhalten. Lecker Gummi, da können wir wieder einen leckeren Drink draus mixen. Yay, gleich zweimal Tangela. Tangela. Neun. Wow, du überlebst sogar eine Attacke. Aber dein Weißnebel bringt dir auch nicht viel. Oh,
Sachen zu einsammeln. Sehr schön. Du hast dein Ziel eben erreicht. Und gut. Jetzt noch eben den Klienten finden. Möglichst schnell. Bevor der sich hier irgendwo in den labyrinthartigen Gängen der Wasserfallhöhle verläuft. Und das Felino noch umhauen. Oh, sehr gut. Gerhard, du erreichst Level 13. Es freut mich für dich. Anton ist weg. Ich würde gerne den Klienten finden. Ach, komm schon. Klient, wo bist du? Es nervt mich ein wenig, dass die Klienten immer meinen, sie müssten irgendwo in der Gegend rumrennen. Naja. Sterbe. Na toll, meine Genauigkeit. Warum von allen Dingen meine Genauigkeit? Und ich hoffe, unser Klient... Großartig. Da haben wir den Salat. Und wo ist der Typ eigentlich? Smetbo. Na, Slimer, aus dem Weg. Ach, meine Güte. Nerviges kleines Etwas. Ach, komm schon. Wow. Wo komm schon? Ist das gerade ein Bug? Und das Vieh lebt noch. Wie kann das Vieh eine meiner Attacken überleben? Ach, Smetbo, du dämlicher Vollpfosten, wo bist du? Ich hasse es, wenn die irgendwie sonst schon noch. Alter. Smetbo. Ja, bitte. Ja, vielen Dank und so. Und wir hauen dann auch mal ab. Sehr gut. 3 Missionen erfolgreich erfüllt. Und dafür erhalten wir etwas nicht ganz so Tolles. Wir erhalten außerdem Aufbereitung. Kann man gut verkaufen. Und einen Heilsamen, den kann man im Wiederverwertungsladen wiederverwerten. Und Smetbo gibt uns 250 Poke. Jo. Und 70 Rangpunkte erhalten. Sehr gut. Wir sollten auch etwas schlafen. Ja, der gleiche Standardtext wie immer. Der nächste Morgen. Ja. Dann lass mich mal speichern. Denn das war's für den Part jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.